sagt der Häftling zum Wärter, wenn Ihnen meine Nase nicht passt, dann kann ich ja gehen. Ja, egal, ob Sie vor Polizisten, Anwälten oder Ärzten eine Rede halten müssen, mit Humor sind Sie immer auf der Siegerseite. Ja, bitte? Ja, was ist denn dann mit Reden im privaten Kreis? Humor funktioniert immer. Für wen ist denn die Rede? Für meine Mutter. Und wo kommt Ihre Mutter her? Aus den neuen Bundesländern. Wieso? Ah, na dann bauen Sie in Ihre Rede einfach den ein. Warum war das Toilettenpapier im Osten immer so rau? Keine Ahnung. Damit auch der letzte Arsch rot wird. Ich weiß nicht, ob den meine Familie so... Ja, politische Witze sind vielleicht nicht jedermanns Sache. Der Beruf Ihrer Mutter? Ärztin. Na dann flechten Sie in Ihre Rede doch einfach einen kleinen Vers zum Thema Ärzte. Ach so, Sie meinen sowas Lustiges? Mhm, ja, versuchen Sie es mal. Also, ich weiß nicht. Na komm, trauen Sie sich. Sie werden überrascht sein, wie gut das funktioniert. Ja, also gut. Was bringt den Doktor um sein Brot? A, das Leben, B, der Tod. Drum hält er dich auf das Erlebe zwischen beiden in der Schwebe. Ja. Ach so, ja. Ja, dann hätte ich da noch einen. Gut, gerne. Ja, also kommt ein Skelett zum Arzt, sagt der Arzt, oh, da wären Sie ja besser mal früher gekommen. Ja, der funktioniert normalerweise immer. Ja. Oder den. Kommt ein Mann zum Arzt und fragt, Herr Doktor, wie lange habe ich denn jetzt noch? Sagt der Arzt, 10. 10? Was denn? Jahre, Monate, Tage? Nee, 9, 8, 7. Die Rede wird genial, ja. Ihre Mutter wird sich kaputt lachen. Und die Geburtstagsgäste auch. Wieso Geburtstagsgäste? Ist doch die Grabrede meiner Mutter.